Hi, heute gibt es wieder mal ein kurzes Video und zwar Gedanken zum Ranked. Wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt wieder mehr Arena-Runden gespielt, aber es wird auf jeden Fall wieder mehr Ranked geben. Zu den Gedanken, die ich mir jetzt gemacht habe zum Ranked, es ist so, das Ranking-System ist ein Metagame-System und zwar eins, das sich ziemlich schnell verändert. Zum einen werdet ihr wahrscheinlich festgestellt haben, ihr habt ein Deck, mit dem ihr recht gut klarkommt, das euch sehr gut gefällt. Und das geht dann auch eine Zeit lang ganz gut. Und entweder nach ein paar Levels oder nach einem oder zwei Tagen fahrt ihr auf einmal voll damit ein und ihr ärgert euch. Das liegt daran, dass wenn ihr ein Deck habt, das ihr gern mögt, müsst ihr es trotzdem ständig updaten. Die Decks, gegen die ihr spielt, sind eigentlich ausschlaggebender für eure Spielausgänge als wie euer eigenes Deck. Die Decks ändern sich ziemlich stark. Es gibt Decks, gegen das euer Deck wahrscheinlich besser ist und welche gegen das schlechter ist. Und wenn ihr zum Beispiel von Rang 15 auf Rang 10 kommt, sind da 5 Level dazwischen, wo ihr auf ziemlich unterschiedliche Spieler treffen werdet, die auch anders spielen. Zum Beispiel gibt es dann wieder mal ein paar Levels, wo mehr Control da ist und dann gibt es bestimmte Decks, die da relativ gut dagegen sind. Und 3 Levels später gibt es dann die Decks, die gut gegen diese Decks sind. Das heißt, ihr müsst eigentlich immer anpassen. Dasselbe ist auch mit der Zeit. Wenn ihr am nächsten Tag spielt, dann hat sich das Ganze etwas verschoben. Ich hab's vor allem, ich hab's eher da gemerkt, wenn ich so 5 Ranks gespielt habe, merkt man einen großen Unterschied bis zu Level 5. Ab 5 muss man ja über 50% gewinnen. Da gibt's keinen Winstreak-Bonus mehr, da muss man wirklich regelmäßig gewinnen. Und da tut sie aber relativ viel. Und zwar vor allem tageweise. Man muss das jetzt so vorstellen, dass sobald jemand natürlich auf Rank 1 ist und auf Legend schafft, fällt er aus diesem Ranking-System ja im Grunde raus. Ab Legend kann man ja nicht mehr absteigen. Das heißt, das Feld verschiebt sich und es gibt neue Spieler, die auf Rank 2, Rank 1 sind. Und das verändert sich aber täglich. Ich weiß nicht, wie viele Leute täglich so auf Legendary kommen, aber ich schätze mal, dass es 10 bis 20 sind. Oder, 10 bis 20 kommt, glaube ich, hin. Es ist, glaube ich, das Monat bald einmal vorbei und ich schätze, es gibt so 150. Es ist aber jetzt nur eine Schätzung. Somit ändert sich das wirklich auch täglich. Nicht nur pro Rank, sondern auch täglich. Und man muss eigentlich sein Deck ständig anpassen. Ich habe gestern mal ein Trump sein Deck ausprobiert. Vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Der Trump ist ein sehr guter Spieler und der spielt eigentlich auf den Nordamerika-Server und hat jetzt einmal einen neuen Account auf EU erstellt. So komplett neu mit Standardkarten, mit Basic-Karten und einfach nur mit dem Gold, das er gekriegt hat durchs Tutorial und so. Und auch dem einen gratis Arena-Eintritt. Und er hat es jetzt mit diesem Deck auf Legend geschafft. Ich glaube, es gestern oder vorgestern hat er es geschafft. Es ist ein Deck mit etwa 1000 Dust. Nur, man sollte dabei beachten, dass er das durchgehend beim Leveln angepasst hat. Zum Beispiel zwischendurch hat er ein paar Arcane Explosions drin gehabt, die er am Ende dann wieder rausgegeben hat, weil die Arcane Explosions recht gut waren gegen Aggro-Decks, aber später gegen Control wieder relativ schlecht. Ich habe das Deck übrigens ein bisschen ausprobiert. Ich bin zurückgefallen auf Rank 7 und habe das jetzt wieder aufgeholt und bin wieder auf 5. Ich brauche leider für Ranked etwas mehr Zeit. Ich habe jetzt noch ein paar Arena-Runden gemacht, damit ich meinen Kartenpool noch ein bisschen auffrische. Und ich hoffe, nächstes Season komme ich um einiges weiter. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, Ranked braucht viel Zeit und es ist ziemlich unterschiedlich zur Arena. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Text, aber ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.